Ich möchte dir hier heute drei fatale Fehler nennen, die dazu führen, dass eine Paartherapie für dich vielleicht nicht erfolgreich ist, wenn du über so etwas nachdenkst. Mein Name ist Petra Aweiler. Ich bin Psychologin, Paar- und Familientherapeutin fürs Selbstvertrauen in Beziehungen. Ja, ich möchte dir jetzt diese drei fatalen Fehler beschreiben. Das erste ist, dass du dir ein eigenes Ziel überlegst für die Paartherapie. Jetzt wirst du dich fragen, was soll das? Also natürlich brauche ich doch ein Ziel, wo ich hin will. Ja, es ist gut, wenn du ein eigenes hast schon. Aber was ich damit meine, ist, dass du nur dein eigenes Ziel verfolgst. Ich erlebe das manchmal, dass Paare zu mir kommen. Daran wird das vielleicht für dich deutlich, was ich meine. Und die eine Person, die sagt, sie möchte gerne, dass durch die Paartherapie eine Trennung vollzogen werden kann, ohne dass es zu einem Rosenkrieg kommt. Die andere Person sagt aber, ich will gar nicht, dass die Beziehung zu Ende geht. Ich möchte gerne alles dafür tun, dass wir wieder ein glückliches Paar werden. Das ist dann so, als wenn dieses Paar in ein Taxi einsteigt und sagt, die eine Person sagt, ich möchte dahin. Die andere Person sagt, ich möchte dahin. Und der Taxifahrer oder die Taxifahrerin wird dann wahrscheinlich auch sagen, könnt ihr euch ja vielleicht erstmal einigen? In der Paartherapie bedeutet das, ihr müsst nicht mit einem gemeinsamen Ziel schon kommen. Das wäre natürlich toll, aber das erwarte ich gar nicht oder andere Paartherapeuten. Wichtig ist, dass du offen dafür bist, dass dein Partner oder deine Partnerin vielleicht was anderes will als du und dass es darum geht, erstmal einen gemeinsamen Weg zu finden, damit man mit dem Taxi auch losfahren kann, damit man überhaupt irgendwo hin starten kann, wo ihr beide sagt, ja, ne, das kann ich mit unterschreiben. Das kann so ein Kompromiss sein, das kann vielleicht irgendwas sein in Form von, wir arbeiten erstmal an bestimmten Sachen, die vielleicht zwischen uns immer wieder zu Problemen geführt haben und schauen dann, ob es vielleicht dadurch sich eine Chance ergibt, dass wir wieder zu einem Paar zusammenfinden. Ja? Beispielsweise. Ja? Oder dass wir entscheiden dann gemeinsam, es macht wohl wirklich keinen Sinn mehr und wir suchen jetzt einen anderen Weg. Aber das heißt erstmal vielleicht, diese Diskussion um bleiben wir zusammen oder trennen wir uns, das erstmal ad acta zu legen. Der zweite fatale Fehler, den du machen kannst, das ist, dass du denkst, alle Probleme, die du hast in der Beziehung, die werden in der Paartherapie gelöst. Was meine ich damit? Weil du willst ja natürlich was erreichen durch die Paartherapie. Ich meine damit, dass in der Paartherapie die Landkarte entwickelt wird zu eurem Ziel, aber nicht die Landschaft nochmal neu gebaut wird. Das heißt, es wird ein Handwerkszeug erarbeitet, mit dem ihr zum Beispiel besser kommuniziert, so dass es mehr zu Verständnis kommt, dass das zu einem guten Austausch führt und so weiter, du dich verstanden fühlst und dein Partner oder deine Partnerin auch und ihr Konflikte lösen könnt zum Beispiel. Das passiert auch zum Teil in der Paartherapie, aber ganz vieles ist Handwerkszeug, dass ihr das dann im Alltag alleine könnt. Weil stell dir vor, es gibt Leute, die kommen zu mir und die sagen, die Probleme, die gibt es schon seit 10 Jahren. Und ich habe schon Paare erlebt, die mit mir Situationen von vor 10 Jahren, von vor 9, vor 8 und. Ganz, ganz viele verschiedene Situationen, immer die einzelnen Situationen lösen und klären wollten. Das würde bedeuten, dass die Paartherapie auch 10 Jahre dauert. Und ich möchte einfach
Ich möchte, dass Leute bei mir zufrieden rausgehen und dass sie sagen, das hat mir weitergeholfen, ohne dass es so lange dauert, sondern ich möchte gerne mich so schnell wie möglich unnötig machen. Ja, das ist also der zweite Fehler. Der dritte Fehler ist, den du machen kannst, und das finde ich was ganz besonders Wichtiges, was ich auch am häufigsten erlebe, dass ich das so bei meinen Klienten höre, das ist, wenn du in eine Paartherapie kommst mit der Haltung, mein Partner oder meine Partnerin, die muss ja nur was verändern, dann ist schon alles wieder gut. Das heißt, du siehst sozusagen das Problem rein bei deinem Partner oder deiner Partnerin. Das wird nicht funktionieren. Paartherapie bedeutet, dass beide daran arbeiten müssen, an sich arbeiten müssen. Dass eine Bereitschaft da sein sollte, bei sich selbst auch was zu hinterfragen, in den eigenen Gedanken, in den eigenen Handlungen, in den Erwartungen und so weiter. Und dass es nicht darum geht, bei jemandem anderen über den Partner oder die Partnerin zu klagen und sich zu beschweren. Damit kommt ihr nicht weiter, sondern das führt sogar dazu, dass Probleme eher tiefer würden, weil wenn du zum Beispiel über deinen Partner oder deine Partnerin klagst, dann passiert das ja in der Anwesenheit und für die andere Person ist das so, als wenn sie im Grunde genommen schlecht gemacht wird vor jemand anders, dass sie vielleicht sogar das Gesicht verliert. Ja? Das heißt, das sind auch Situationen, wo ich direkt eingreife und so drauf eingehe, dass die Person, die sich gerade beschwert und klagt, über sich mehr spricht und sich hinterfragt. Ich hoffe, dass ich dir jetzt mit diesen Anregungen über diese drei schlimmen Fehler, die du vermeiden solltest, damit du Erfolg hast und wieder glücklich wirst, dass ich dir damit weiterhelfen konnte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass doch einen Kommentar hier drunter. Das würde mich riesig freuen. Wenn du mehr solcher Videotipps gerne von mir hättest, dann abonniere doch meinen Kanal und du kannst auch in dein E-Mail-Postfach mehr Anregungen und Inspirationen von mir bekommen, wenn du auf meiner Webseite petra-aweiler.de meinen Newsletter abonnierst. Ja, ich danke dir fürs Zuschauen und ich sage jetzt nur noch, gehe deinen Weg jetzt.